Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Ich werde euch heute zeigen, wie meine Ausbeute in der Safari-Zone Sevilla in Spanien 2022 gewesen ist. Diese Safari-Zone habe ich am 15. Mai miterlebt. Sie ging aber insgesamt 3 Tage. Man hätte also am Freitag, am Samstag oder am Sonntag spielen können. Um dieses Event wirklich voll und ganz genießen zu können, vor allem die Pokémon-Spawns, die eigentlich angeboten worden sind, die konnte man natürlich nur fangen und sehen, wenn man ein Ticket hatte. Dennoch konnte man den Park ohne Ticket aber besuchen. Und man musste auch keinen Eintritt bezahlen für den Park, weil der Park ist total öffentlich. Das heißt, man konnte Meetup mit Pikachu Evoli, auch ohne Ticket. Man konnte viele, viele Leute treffen, ohne Ticket. Man konnte dort trotzdem Pokémon fangen. Man hat halt nur die Sachen bekommen, die nur aus den Lockmodulen gekommen ist. Ich glaube, sonst keine anderen Spawns in diesem Park. Was trotzdem ziemlich krass ist, weil es gab ja so abartig viele Pokéstops. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt. Also selbst ohne Ticket hätte sich der Besuch hier gelohnt. Wenn man jetzt hier gleichzeitig vielleicht noch einen klitzekleinen Urlaub dranhängt, dann wäre das hier ein super geiles Erlebnis gewesen. Für mich persönlich war die Safari-Zone ein bisschen anstrengend, liegt aber vor allem daran, dass ich einfach am Freitag sehr spät im Hotel angekommen bin. Also es war so 23.50 Uhr. Da um die Uhrzeit habe ich gepostet, dass ich im Hotelzimmer bin, habe ein Foto von Mew gemacht, habe gesehen, dass ich einen Pokéstop direkt an meinem Hotel habe, wo die ganze Zeit ein Regenlockmodul an war. Hammergeil. Ich glaube, das ist auch eines der Dinge, die besonders toll sind, dass man einfach 2 Stunden lang ein Regenlockmodul zünden kann und ein paar Pokémon fahren kann. Das ist halt doch schon sehr, sehr cool an dem aktuellen Event. Bis ich dann aber endlich schlafen gegangen bin, hat es noch eine Weile gedauert, weil ich hier und da noch ein paar Dinge erklären wollte, wie zum Beispiel Abreise, und habe dann festgestellt, dass die Abreise sehr kompliziert oder fast unmöglich wird oder einfach nur teuer. Kommt immer darauf an, wie man es halt gerade macht. Dementsprechend war es dann schwierig mit dem Einschlafen. Das hat dann gedauert zwischen 1 und 2. Da bin ich dann schlafen gegangen. Um 7 musste ich dann wieder raus. Um 8 wollte ich nämlich loslaufen, weil ich eine halbe Stunde gebraucht habe. Und ich wollte schon gemütlich laufen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, weil ich zumindest am Abend ja festgestellt habe, dass es in Spanien gerade ultra heiß gewesen ist. Also mit Koffer ziehen und die ganzen Klamotten schleppen bis zum Hotel, eine Stunde laufen, klitschnass. Und es war dunkel, es war, wie gesagt, es war 23.50 Uhr, es war ultra warm. Wirklich ultra warm, und ich habe die ganze Zeit den Pullover noch angehabt, weil in den Zügen und überall, wo es klimatisiert ist, brauchte ich den Pullover tatsächlich noch. Ich bin dann also rechtzeitig im Park angekommen und konnte sogar noch den Merchandise-Stand, bevor ich den Stream gestartet habe, noch besuchen und den Südeingang erreichen, um einfach dort in der Nähe zu sein und zu zeigen, wie es dann ist, wenn man jetzt gerade quasi frisch in den Park gekommen ist. Am Südeingang haben wir auch das Gruppenfoto gemacht, das ich euch später noch zeigen werde. An sich, vom Wetter her, war ja alles super. Es hat nicht geregnet. Es hat die meiste Zeit hat einfach die Sonne geschienen, und ab und zu waren ein paar Wolken am Himmel. Als ich gestreamt habe, war es sogar eine Zeit lang richtig bedeckt, und es war im Endeffekt auch sehr, sehr windig. Also ich denke, für spanische Verhältnisse war es windig. Für uns Deutsche, wir hätten gesagt, ja und, das ist doch jetzt nur ein Lüftchen. Im Spiel war es manchmal windig, da hat man sogar Capuno mit Wetterboost bekommen. Was ich jetzt aber daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall, ich muss nächstes Mal einen Waschlappen und eine Art Plastiktüte mitnehmen, damit ich den Waschlappen nass machen kann, in eine Plastiktüte packen kann, damit die Feuchtigkeit dann trotzdem dann halt irgendwie da drin bleibt und damit das Handy kühlen kann. Ich habe gestern gesehen, wie der Livestream ausgesehen hat, und das sind Probleme, dass das Handy absolut überfordert mit der Hitze gewesen ist. Das ist ein Hitzeproblem. Ich hoffe, dass das Hitzeproblem jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass jetzt das Handy immer so aussieht, wenn ich streame. Bin also heute Abend sehr gespannt auf den Livestream zur Rampenlichtstunde Carpador, wobei ich noch nicht genau hundertprozentig weiß, wie warm es heute Abend wird. Ich bin in Spanien.
um 8.30 Uhr im Park angekommen und konnte nicht ein Lokmodul zünden. Ich hatte dann aber nach einer circa halben Stunde dann tatsächlich mal die Chance, einen Pokestop zu finden, wo noch kein Lokmodul gezündet war, weil ich habe mir extra vorher im Shop ein Regenlokmodul gekauft, nur für den Fall, dass ich irgendwo ein Regenlokmodul zünden kann, weil ich sag mal, ein 2 Stunden Regenlokmodul wird ja wohl ausreichen, um die Picknicker-Medaille auf Platin zu bekommen. Ja, ich glaube, das waren circa eine halbe Stunde oder so, dann war das Thema erledigt. Also es wäre auch mit einer halben Stunde Lokmodul hätte das auch geklappt. Aber ich habe gedacht, oh ja, komm hier, Regenlokmodul rein damit und los geht's. Und 2875 Pokémon wurden an meinem Lokmodul gefangen, anscheinend. Also ich gehe jetzt davon aus, dass ich beim letzten Philosophy-Day das letzte Mal ein Lokmodul gezündet habe, wo irgendjemand ein Pokémon fangen konnte. Also kann ich sagen, dass das hier 2875 gewesen sind. Laut Google Fit bin ich über 18 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ja, an den ein oder anderen Stellen habe ich tatsächlich relativ viel Pause gemacht. Einerseits, weil es warm war, andererseits, weil ich Kopfschmerzen hatte. Ich musste mich sogar noch um eine Schmerztablette kümmern. Mir ist richtig der Appetit vergangen. Gut, wirklich Appetit hatte ich eigentlich eh nicht. Dadurch mit dem Hintergedanken, dass die Rückreise sehr kompliziert werden könnte und ich da Probleme bekommen werden könnte, ist mir der Appetit eigentlich schon vorher vergangen. Trotzdem habe ich versucht, abends, als ich mich mit Niantic getroffen habe, dann tatsächlich mal was zu essen. Das war das erste Essen den ganzen Samstag. Also, naja, das erste richtige Essen. Das einzige, was ich noch gegessen habe, könnte eine Beefy Roll gewesen sein. Ich weiß jetzt nur nicht, wann ich die genau am Samstag gegessen habe, aber das war das einzige, was ich gegessen habe. Das gleiche war aber auch am Sonntag. Am Sonntag habe ich auch nichts gegessen. Auch nur eine Beefy Roll und das war's. Ich habe sonst nichts gegessen. Schauen wir uns mal die Shiny-Ausbeute an. Ich habe insgesamt 8 Shinies bekommen. Das ist verdammt wenig. Ich konnte aber zum Teil ja nicht richtig spielen. Mein Handy hat immer wieder diese Hitzeprobleme gehabt. Und dadurch konnte ich so selber nicht richtig spielen. Das Go Plus lief einwandfrei. Dagegen kann man definitiv nichts sagen. Wenn aber das Shiny dann einfach wieder ausbricht und dann natürlich weg ist, dann kann man da jetzt auch nicht wirklich viel machen. Dennoch habe ich ja gute Shinies bekommen. Ich sag mal, die Qualität ist ja super. Ich habe 2 Tauros bekommen, also und ein drittes Punita. Ich habe ein 3-Sterne-Shiny Punita bekommen. Ich habe ein eigenes Miltank gefangen, mein 2. Kapuno. Ich habe das Krebskorps, klar, das war jetzt das Garantierte. Und ich habe sogar ein Shiny gefangen, das überhaupt nichts zur Safari-Zone zu tun hat, und zwar Blutzuck. Das muss aus einem Köderlock-Modul sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Ich wurde immer wieder gefragt, ob bei der Safari-Zone eine erhöhte Shiny-Chance besteht. Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe von den anderen Niantic-Partnern gehört, dass es wohl so 1 zu 125 wäre, diese Shiny-Chance bei der Safari-Zone. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Ich hätte es gerne nochmal schriftlich irgendwo auf Reddit gefunden, habe aber nichts gefunden, leider. Also falls ihr irgendwo einen Beitrag findet, wo drin steht, wie die Shiny-Chance bei einer Safari-Zone ist, oder vor allem hier bei dieser Safari-Zone gewesen ist, dann gerne einfach in die Kommentare schreiben. Dann würde ich das gerne noch anpingen, dass, falls man sich dann später das Video nochmal anschaut, dass man weiß, okay, es gab eine erhöhte Shiny-Chance oder nicht. Als nächstes möchte ich euch zeigen, ob ich bei der Safari-Zone denn vielleicht 100er oder vielleicht ein richtig gutes 3-Sterne-Pokémon gefangen habe. Es sind insgesamt 15 Pokémon und es sind auch ein paar gute dabei, aber es sind auch ein paar schlechte dabei, die ich jetzt aber nicht mehr verschicken möchte, weil man die ja vielleicht noch tauschen könnte. Legen wir los mit Coriogel 96er, dann gab es ein Gironimatz aus den 10 Kilometer Ei mit 89%, das wird auf jeden Fall getauscht, weil es auch aus Spanien ist. Also das Ei ist aus Spanien und, auch bei der Safari-Zone ausgebrütet, das kann man mal tauschen für Kilometer. Dann Incognito S, gab es in 3 Sternen, ist aber nicht gut genug, wird auf jeden Fall getauscht. Dann natürlich das garantierte Shiny Krebskorps, war 84%. Ein Kapuno mit 87%, ein Tauros mit 91%, dann Panzer Aeron 98%,
ein Pantimimi. 93% wird wahrscheinlich dann nachher gleich noch verschickt, weil das, ich habe glaube ich schon einige bessere. Okay, es ist auch aus Spanien. Könnte man tauschen. Ich glaube, da werde ich schon mal Tausch dazu packen. So. Dann noch ein Capuno mit 3 Sterne, aber nicht gut genug zum Tauschen. Nochmal ein 96er Koriogel. Da wird auf jeden Fall eins verschickt, weil ich brauche so viele gute Koriogel. Brauche ich nun auch wieder nicht. 89er Wuffels. Das müsste... Ah, ist sogar aus dem 10-Kilometer-Ei. Okay, kann man dann also auch tauschen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass ich das nicht mehr brauchen werde. Na, komm her. Tausch. So. Okay, dann, ups, da wollte ich jetzt noch gar nicht raus. 91er Capuno, ein Aragua, nicht gut genug zum Tauschen, aber auch aus Spanien dann. Noch ein Capuno und das Shiny 91er Galoppa, das ich dann auch während des Livestreams dann schon entwickelt habe. Das war das allererste Shiny, das ich gefangen habe und das waren jetzt die Ausbeute von den 3 und 4 Sterne Pokémon von der Safari-Zone. Sorry, dass diese Aufnahme ungefähr 2 Ideen leiser ist als das restliche Video, ich hoffe ihr verzeiht mir das. Bei einer Safari-Zone könnt ihr mehrmals Spezialtauschaktionen durchführen, wenn ihr ein Ticket habt. Und dies wäre natürlich möglich gewesen, Problem ist nur, ich hatte fast keine besten Freunde vor Ort. Deswegen gab es jetzt nur einen Glückstausch mit Aiso von Couple of Gaming. Das ist die Frau von den Zweien. Und ich habe mir einen Regigigas gewünscht. Sie wollte ein Reshiram und meins wurde sogar richtig gut. Ein 98er wurde es und ich bin auf jeden Fall ultra glücklich und das Pokémon ist auch glücklich. Wer hätte das gedacht? So, das war Teil 1 von der Safari-Zone, von der Ausbeute. Ich möchte euch noch ein paar Real-Life-Bilder und andere Aspekte noch von der Safari-Zone erzählen im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid da beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle, wie zum Beispiel meinen Twitch-Kanal. Da werde ich heute Abend wieder meine Raids hosten und ihr kommt wieder in meine Freundesliste. Bis zum nächsten Mal. Batsch!